Sache ist die, ich habe meine Hose hat ein Loch im Schritt. Ja. Ich würde dich bitten, dass wenn ich jetzt während des Spiels in einer solchen emotionalen Rage bin und akrobatische Kunststücke plane, du vielleicht eingreifst, In das einfach Loch? um hier mein, nein, einfach in, mich davon abhältst, damit meine Privatsphäre hier weiterhin geschützt bleibt. Okay, darauf gebe ich mein Wort. Alles klar, dann können wir von mir aus anfangen, oder? Wollen wir? Ja, okay, gut. Zuschauer Nils, Zuschauer, schön, dass ihr euch endlich mal kennenlernt. Florentin. Wir sind hier für Zuschauer Florentin. Labo Pausli, meine Damen und Herren. Das Abenteuer geht weiter, die Reise geht weiter, die niemals enden wollende Reise. Um. Ja, Mann. Niemals reden, immer hauen. Wir sind Labo Pausli und ihr könnt die Sendung jetzt anschauen. Wenn ihr wollt. Da könnt ihr uns vertrauen. Ja, bestimmt noch 20 Tabs offen mit, sind wir ehrlich, interessanteren Inhalten. Schaut die doch erstmal alle an und dann kommen wir zurück. Oder ihr lasst uns nebenbei laufen und ihr hört ja an der Erregung unserer Stimme, wann es etwas Interessantes zu beobachten gibt. Jetzt sind wir nämlich gerade in einem neuen Gebiet. Aber das wird gut. Ich glaube, das neue Gebiet wird gut. Also, neue Erfahrungen, neue Menschen, ja, neue Gegner, neue Herausforderungen. Alles neu. Und alle wirst du einfach durchschnitzeln, durchschneiden. Ich freue mich richtig drauf. Ich werde es nicht ein Tod für heute geben. Nicht ein Tod. Hast du denn das Gefühl, dass du durch, du hast ja mittlerweile schon hunderte Stunden Dark Souls gespielt, verschiedene Spiele. Hast du das Gefühl, und ich will, dass du wirklich ehrlich bist, okay, hast du das Gefühl, du könntest dadurch besser Schwert kämpfen? In echt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich. Ja. Also du hast, dadurch, dass du das jetzt so oft gespielt hast, so viele Waffen kennst, verschiedene Hieb-Techniken, dass du, wenn ich dir jetzt wirklich ein Schwert in die Hand drücken würde, dass du damit besser klarkommen könntest, als noch bevor du es gespielt hast. Ja, kommt natürlich darauf an, welches Schwert. Also ich habe ja vornehmlich mit so großen Riesenschwertern gekämpft. Ja. Und darauf bin ich dann spezialisiert. Okay. Die wiegen wahrscheinlich dann um die 70 Kilo. Ja. Die würde ich vermutlich zweihändig führen müssen. Ja. Aber dann könnte ich das, glaube ich, gut. Also, falls ein Minotaurus hier ins Studio brechen würde und wir nur ein Schwert haben, ich würde es dir reichen. Auf jeden Fall, wenn du leben willst. Wobei, du kannst natürlich, hast du nicht mal Fechten gemacht oder so? Nee, Bogenschießen. Bogenschießen, da ist ja das Gleiche. Bogenschießen habe ich gemacht. Also, ich bin dann eher der Fernkämpfer, halt mich im Hintergrund und gehst direkt dran. Okay, so machen wir. Da sind wir gut aufgeteilt. Wer möchte anfangen? Fang du doch gerne an. Ich soll anfangen? Wir sind in einen neuen Bereich reingekommen. Wir haben uns ja im Schnee, in den windigen Schneetundra-Feldern von Grabolansen, waren wir unterwegs und haben aufgegeben. Wir haben gesagt, nein, das ist uns zu kalt, das ist uns zu schwer, diese Wölfe setzen uns zu sehr zu und haben dieser Welt den Rücken gekehrt und sind jetzt zurück in etwas milderen Gefilden, was uns ja besser passt. Und hier versuchen wir unser Glück, denn dieses Spiel hat natürlich eine Freiheit, eine Offenheit, die manchmal auch kleinen Geistern zum Verhängnis wird, wenn sie nicht genau verstehen, wie, in welcher Reihenfolge man das alles machen soll. Das versuchen wir zu korrigieren. Das versuchen wir zu korrigieren. Dieser Typ hier, muss ich mit dem fechten? Ich weiß es nicht. Ja. Ach, jetzt doch. Ich glaube, hatten wir den nicht auch schon mal? Du bist voll drin. Hä? Wieso, der ist doch tot? Du bist voll drin, Nils. Das gefällt mir. Ich dachte, er wäre tot. Du bist voll im Modus. Voll, ich bin richtig fokussiert. Du bist selber wie so ein Kristall, wirklich, wo alles so perfekt strukturiert die Kraft in eine Richtung lenkt. Wirklich. Du bist selber wie so eine Spitze, wo dein ganzer Körper läuft auf einer Spitze zusammen, die wirklich so eine Nanomillimeter dicke Spitze hat, wo wirklich du einfach durchflügst durch die Welt. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir auch, was du sagst. Ich bin jetzt, das motiviert mich noch mehr. Er liegt hier begraben. Was glaubst du? Peter Maus. Und seine Frau. Petra Maus. Petra Maus. Ja, das ist natürlich jetzt, hier ist ja nichts los. Aber hier habe ich eine Scharte. Was ist das für ein Eingang eigentlich? Ich glaube, wenn ich sterbe, ich würde explizit in mein Testament schreiben, ich will, dass niemand in meinem Grab noch dazu kommt oder so, dass dann irgendwie dann irgendwie irgendwelche verlorenen Kinder, die irgendwo auftauchen und behaupten, sie würden das Erbe verdienen, dann auch bei mir begraben werden. Ich will selbst im Tode einfach meine fucking Ruhe haben. Selbst im Tode, ja, das ist gut. Ah, das war das Spaghetti-Monster, ne? Da hatten wir auch schon Schwierigkeiten damit. Aber die Frage ist, werde ich jetzt nicht elendig sterben? Das baut sich das Giftbissring. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt noch
zu schaffen ist. Du hast die Macaroni-Krankheit. Ja, wirklich. Das ist in der Regel ein Todesurteil. Ich befürchte das. Haben wir noch so, wir haben keinen Klumpen mehr und nichts. Diagnose. Blutverlust. Ja, ich wusste nicht, wie viel ich verliere, deswegen habe ich vorher einmal getrunken. Also ist das jetzt, bis wir zum Bonfire kommen, immer so oder was? Was ist denn hier noch? Wir haben diesen Giftbissring, den können wir gleich mal ausrüsten. Vermutlich brauchen wir den hier. Aber kommen wir hier hoch? Ich habe jetzt ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Ich kann nicht die ganze Zeit hier warten. Ich muss vermutlich mal zum Bonfire laufen, sonst werden wir des Todes sein. Haben wir nicht noch so eine Kirsche, die wir... Ah, das war... Nee. Gift, das ist jetzt Blutung, ne? Das hilft gegen Blutung. Scheiße. Vielleicht so ein Verband oder ein Schwamm oder sowas in der Richtung. Ich kann mal gucken. Warte, was und wenn ist ich das? So ein Lazarus-Schwamm oder verringert was Giftansammlung. Lazarus-Schwamm. Irgendwas. Aber das ist. Wir haben jetzt Blutung, oder? Das ist Gift, das ist was anderes. Ja. Wir haben nichts mehr. So ein Krustenmonster oder irgendwie sowas. Krustenmoos. Ist alles so verkrustet. Ey. Wird benutzt von Ärzten und von Köchen. Von beiden die gleichermaßen. Mit zu tun haben. Und Bäcker. Es geht zurück! Aus irgendeinem Grund haben wir genug geblutet. Oh, wir haben Glück gehabt. Ich weil wir kein Blut mehr haben. Einmal blutet einmal unser ganzes Blut raus und dann ist auch gut. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Wir sind komplett blutleer. Und jetzt können wir in aller Ruhe uns umschauen. Ich hatte ein bisschen Panik. War da, hab ich da schon geguckt? War da zu? Ja, ne? Ja, das sah eben aus wie ein Tor. Ist aber nur kein Tor. Okay, jetzt können wir uns in aller Ruhe... Oh, diese Tiere da, die hasse ich, weil die können ja eigentlich nichts, aber die brauchen dich nur einmal treffen und du bist komplett gearscht. Ich finde immer das immer noch unpassend, dass gerade dieses Spaghetti-Monster Blutungsschaden hat. Gib doch dem Kristallmonster Blutungsschaden, der hat scharfe Kanten und Kristalle, ja. Aber dieses Macaroni-Monster. Das muss halt, der hat vielleicht irgendwelche, der besteht so aus Maden, vielleicht haben die irgendeine Krankheit, die das, wenn du einen kleinen Riss hast, die lassen das Blut gerinnen und dann fließt es aus einer Wunde, die nicht mehr heilt. Ja, oder das Blut wird so dünn, dass es durch die Poren tritt. Ja. Dass sozusagen dein ganzer Körper eine große Wunde wird und das Blut einfach überall raussuppt. Das kann auch sein. Das kann gut sein. Ne? Das klingt aber echt hart. Ich glaube, wir müssen zurück. Und sind wir nicht geflüchtet damals vor dem... Das klingt zumindest nach uns, ja. Wir sind geflüchtet. Und ich meine, genau, die Treppe, die von oben runtergetreten wurde. Ja, und da ging es dann in die Einrichtung noch weiter. Genau, da kamen wir dann aber von oben, aber du willst oben weiter gucken. Ja, ich verstehe. Ich verstehe genau, was du meinst. Ach, ist das lang. Beeil dich mal. Los, beeil dich. Brauchen wir diese Schwertscheide eigentlich noch? Die da unten hängt? Die da immer rumbaumelt. Ja, wenn man den Blitz... Wo wir das Schwert immer in der Hand haben. Wenn man den Bogen ausrüstet, dann muss man... Rüst mal den Bogen aus. Ist das Schwert dann wirklich da drin? Nee, ist weg. Du hast recht, es ist weg. Das ist ja. Warum tragen wir ständig eine Schwertscheide mit uns rum? Das macht keinen Sinn. Wenn das Schwert da nie drin ist. Aber es stimmt nicht in unserem Katana-Angriff. Ja, das ist ein Mega-Angriff. Aber den machen wir eh nie. Den müssen wir häufiger machen, damit sich das lohnt. So, hier geht's weiter. Guck mal, hier ist noch ein Item. Immer gut, nochmal um eine Ecke zu gucken. Kleine Titanitscherbe, das verrät mir immer, wir hätten hier auch früher hingehen können. Ja, interessant. So ist mein Gefühl. Mhm. Wenn man da hinkommt, wo man schon 100 davon hat, denkt das Spiel, okay, eigentlich hättest du hier früher herkommen müssen. So, guck mal, genau. Hier das ist ein gutes Zeichen. Da kamen wir her. Sind die Bosse nicht so schwer? Ja, hoffentlich. Hier sind wir, müssen wir lang. Oh, ein riesiges Tor. Das ist gut. Meinst du, das ist ein Boss? Hier geht's. Guck mal hier. Immer um die Ecken gucken. Eine rostige Münze. Okay. Reinigst du dein Kleingeld? Ja, klar, mit der Zunge. Ja? Ja. Nee, das muss man machen. Musst du machen. Ich lasse so einmal im Monat mache ich so einen Nachmittag ganze Kleingeld und dann nochmal alles komplett durchgelutscht. An einem Nachmittag kommst du da durch? Glaubst du, man würde einfach sterben, wenn man einfach zu viel Kleingeld einfach ablutscht? Ab welchem Punkt ist man einfach so voller Bakterien? Ich glaube, dass der Körper sagt, Leute, das wird nichts, ich höre auf. Ich glaube, wenn du das regelmäßig machst, du musst natürlich mit den kleinen Münzen anfangen, so mit 1-Cent-Münzen oder so. Dass dein Immunsystem dann, besser aufgebaut ist. Genau, und dann kann dir irgendwann gar nichts mehr, irgendwas. Aua, Alter. Okay. Stimmt, vielleicht macht einer stärker so eine Münzkur, das kann schon auch sein. Also wenn der Arzt dir, hier haben sie einen Beutel 20-Cent-Münzen, da sind alle Krankheiten drauf, die wir kennen. Hey! Lutschen sie die mal. Kommt der denn jetzt noch her? Ja, genau, und das, ich glaube, es gibt Ärzte, die das verschreiben. Wo kam der denn jetzt noch her?
Schweinegesicht. Wir können das ja mal machen. Wir können ja mal einen Langschwert haben wir bekommen. Ein kleines Experiment wagen. Wärst du dazu bereit? Einfach so eine Langzeitstudie. Einfach mal alle Münzenlutscher, die Münzenlutscher. So heißt das Format dann. Und dann schauen wir mal, in 10 Jahren haben wir mehr oder weniger Krankheiten als ein Vergleichs-Nils. Ja. Brauchen wir halt noch einen Kontroll-Nils. Eigentlich müssten das Zwillinge... Ach, guck mal, da sehe ich doch einen. Guck mal hier. Kennst du Zwillinge? Persönlich? Nee. Kennst gar keine Zwillinge? Hier, der eine ist... Ich kenne einen, der ist aber gestorben. Weasleys. Von den Weasleys, der eine ist doch tot. Okay. Aber sonst... Kleiner Spoiler, aber gut. Ich kenne keinen. Die einzigen Zwillinge, die ich kenne, sind die Meise-Zwillinge. Das ist der Frank Elster Masterclass, die man auch als die Ratiofarm-Zwillinge vielleicht kennt. Ja, die kenne ich doch, klar, aber die kenne ich ja nicht persönlich. Die kenne ich persönlich, also kannte ich damals persönlich auf jeden Fall. Es ist echt erstaunlich, wie man die natürlich kennenlernt und die erstmal nicht auseinanderhalten kann. Ja. Aber so nach einem Jahr kann man die so gut auseinanderhalten, dass man nicht mal mehr versteht, wie Leute die verwechseln können. Echt? Weil man die einfach so gut kennt. Alter. Oh, wieder so ein Knoblauchknoben. Jetzt kommen die nochmal. Aber hast du gesehen, wie lange der sein Schwert aufrecht gehalten hat? Ja, das ist okay, schon nee, beeindruckend. Okay. Trainiert den ganzen Tag dafür. Okay. Wir wollen noch mal einmal ganz kurz einmal uns die Möglichkeit geben, nicht zu sterben. Oh, das war ein smarter Move. Die haben diesen klassischen sprechender Hut auf. Auch von Harry Potter. Das ist ein Lederhut, ne? Das, wo ich mir auch immer dachte, was ist denn das für ein Hut? Bei Harry Potter jetzt? Ja. Wer trägt denn so einen Hut? Also, das ist ja wirklich so ein schwerer Lappen-Lederhut. So. Ist das dann eher sowas für wie heißen Leute, die Kutschen fahren? Kutscher. Ah ja. Die dann so im Regen und die dann ja, so. Ja, genau, Lederhut ich würde sagen, diese, brauchen, das sind ne? So Wachshüte oder so, wo die sich die dann trocken bleiben. Irgendwie. Warte mal, was ist denn mit dem hier? Okay, der hat einfach nur Kopfschmerzen. Gibt's da was von Ratiofarm? Okay, warte. Ihr beiden kleinen Hübschen. Ja, ach, das ist ja lustig. Aber machen die Ratiofarm-Zwillinge irgendwas noch? Machen die jetzt noch irgendwas? Gibt's da neue Medikamente? Machen die unter Moderation und Modeln auch und so. Aber ich habe da nicht mehr so viel mit zu tun. Aber ich kann die bis heute gut auseinanderhalten. Die Frage ist, wie lange müsste ich die jetzt nicht sehen, bis ich die vielleicht wieder nicht auseinanderhalten kann? Also ob die dann, wenn die sich verändern, oder ob man das dann einfach immer hat, diese Fähigkeit, die auseinanderzuhalten. Das weiß ich nicht. Ich habe mal eine Kinderserie, also so eine coole für Kinder. Mein Sohn guckt das immer. Checker, kennst du das natürlich nicht. Das heißt, es ist Checkerwelt heißt das. Und da gibt es so ein paar Typen, die checken immer für die Kids irgendwelche Sendungen mit der mausartigen Sachen. Ja. Und Checker Tobi unter anderem. Und die sind echt cool, die Jungs. Die machen das echt gut. Und da gab es eine Folge, da ging es um Blinde. Und da waren zwei blinde Eltern mit sehenden Töchtern. Mhm. Und da hat er gefragt, ob er seine Töchter auseinanderhalten kann, wenn er die zum Beispiel an den Händen anfasst oder so. Und er meinte, ja, gar kein Problem. Ja? Hat seine Tochter angefasst und dann war es die Falsche. Selbstbewusst gesagt, ja, das ist die Lisa. Und dann war die das gar nicht. War ein bisschen unangenehm. Das ist ja fantastisch. Sagt der Vater dann auch, können wir hier einen Cut machen und das nochmal machen einfach? Ja, und die gesagt, einfach gnadenlos, nee, das zeigen wir genauso. Ja, ich bin ist das unangenehm. Ja. Es gibt auch so ganz toll so Passanten-Interviews bei Jimmy Kimmel, wo die Väter über Dinge von ihren Kindern befragt werden. So, wann hat das Kind Geburtstag? Wie heißt der Arzt? Und die Väter wissen nichts. Oh, echt? Macht gar nichts. Und es ist einfach. Also wie der Arzt weiß, mein Sohn weiß ich noch, aber Geburtstag. Ja, wie der Lehrer heißt von den verschiedenen Kindern und so. Und einfach keine Ahnung. Ey, wir haben hier so eine Dickmann. Oh, da ist wieder eine Bienenlady. Sabine. Warte mal, Das ist mir jetzt zu heikel. Ah, sehr schön. Er kümmert sich um sich selbst. Ja, er geht. Oh, yes! Das ist ja der Oberhammer! Hast du das gesehen? Er hat die Bienenlady platt gemacht. Nice. Die scheint das kaum zu stören. Ich glaube, die hat das erwartet. Ja, die. Wenn du da den ganzen Tag mit dem auf dem Balkon hängst, du riechst den Verrat schon von Meilen. Ich meine, also die sind offensichtlich auch nicht besonders kompetent. Sie weiß, wen sie da abbekommen hat. Aber das Geile an der Lady ist, die ist so voluminös, man kann nicht daneben schießen.
dieser Streitkolben ist auch so böse. Diese langen Stacheln. Ja, ja, ja. Untoten-Jäger-Amulett. Was haben wir eigentlich bekommen? Wir können ja mal eben kurz reingucken. Moment mal, ist das ein Untoten-Jäger-Amulett? Oder ein sondern ein Untoten-Jäger-Amulett? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das haben wir, wir haben noch so ein Gift. Giftbissring, Gibiri. Giftresistenz. Das ist gut. Okay. Und, ah, den hätten wir gebraucht. Blutbissresistenz. Blubiri. Blugi, ja. Ich glaube, wir können ja mal den anziehen, statt dieses Milchrings. Ach, kriegen wir irgendwann auch mal mehr Finger oder so, dass wir mehr von denen tragen können? Ich meine, die Frage ist, wieso, wir haben doch, wir haben ja mindestens 8 Finger, wo man regulär Ringe tragen kann. Der Daumen trägt keinen Finger? Nee, ich glaube, da braucht man spezielle Daumenringe. Ach so. Und dann, also sagen wir, also wir könnten mindestens, eigentlich mindestens 8 Ringe tragen, oder? Ich glaube, Bogenschützen tragen so Daumenringe, da können sie so die Sehne einhaken. Aber ist der Daumen nicht oben dicker als unten? Kriegt man den überhaupt? Deswegen weiß ich nicht. Oder wird der dann so heiß gemacht und dann drüber und wenn der abkühlt, dann zieht er sich hier oder zusammen? Oder man kann den so drehen, dass man den so leicht auf- und zudrehen kann. Wie, der wird enger, wenn du ihn drehst? Ja, vielleicht. Dann steckt man ihn so oben drüber und dann dreht man ihn zu. Sieht man das nicht oft am Flughafen? Du meinst mit so einem, wie so eine Uhr, dass da so seitlich so ein Rädchen drin ist, dass man den enger zieht? Ja, aber das ist ja kein unbedingt. Sieht man das an Flughäfen? An Flughäfen, ja, wenn die sagen, bitte nehmen Sie Ihr Geschmeide ab. Hast du noch nie jemanden vor dir gehabt, in der Schlange, der dann so Gürtel, Handy und dann hat er so seinen Daumenring aufgedreht und dann klemmte das manchmal? Ja, die haben am Flughafen sogar die. Die haben seitlich so ein Rädchen und drehen den Ring. Und manchmal, die haben, weil das häufiger passiert, dass die dann, weil die so selten abgenommen werden und man duscht damit und so, dann werden die irgendwann rostig, dann kriegt man das nicht mehr gedreht. Und dann haben die am Flughafen so kleine Ölfiolen, wo die dann so raufträufeln. Doch, dann bin ich das. Jetzt wird's Bullshit, Nils. Nee. Ich glaub dir alles, was du sagst. Die Nummer mit den Zwillingen habe ich dir alles geglaubt, aber da nicht mehr. Da nicht mehr. So, wo kommen wir denn jetzt her? Wo gehen wir hin? Ist doch jetzt haben wir Blutungsresistenz. Ja, das ist so ein bisschen erhöht, ne? Was sind das eigentlich für Symbole da oben am Lebensbalken? Ist das so ein gelber, ist das so ein Stück Käse oder was? Wo? Ah, das ist so der Stein. Wenn du nochmal rausgehst. Das an unserem Schwert oder was? Nee, in dem Lebensbalken, den sieht man jetzt nicht. Was ist das für ein Stück Käse? Ach nee, das ist die Estusflasche. Ja, ach so. Verstärkt. Irgendwie. Ach, und 3 Pfeile nach oben für den Ausdauerbalken. Ich verstehe. Okay. Ja. Und da siehst du. Mich schon immer, warum ist das ein Stück? Wir haben jetzt 317 Blutungsresistenz. Wenn ich den jetzt mal abnehme. Das ist doch nicht schlecht. Haben wir 227. Also wow, das 90. Bringt schon ein bisschen was. Natürlich verlieren wir dadurch, dass wir diesen Milchring weg haben. Nee, welchen war das? Doch, den, der Kartus. Mach beim Rollen unsichtbar. Habe ich ihn noch nicht verstanden. Aber gut, erhöhte Geschicklichkeit ist natürlich gut. Genau, da bekommen wir nämlich. Ordentlich erhöht, glaube ich. Ah, machen wir schon 10 Angriffskraft mehr. Also, das ist schon nicht schlecht. Aber das ist dieser Blutungsschaden, der ist natürlich. So, ich habe keine Heilung mehr. Und das Ungewisse. Ich habe jetzt ja auch diese charmante, diese große Tür einfach mal ignoriert. Okay. Kommt man da oben noch auf diese Balken rauf? Diese Pflöcke überall. Ist das auch, stand das auch mal unter Beschuss, oder wie? Oder ist das so eine Zaun? Das ist eine gute Frage, ne? Struktur. Vielleicht sollte das, vielleicht war das mal irgendwie en vogue. Warte mal, also da. Wir gehen erstmal in Ruhe nochmal hoch. Gucken wir uns das hier nochmal in Ruhe an. Hier kommt man easy, kommt man da von der anderen Seite. Da kommt man auch hoch. Okay, und das heißt. Komme ich hier durch? Nope. Aber. Komm, meinst du, ich komme da rauf, ohne zu sterben auf der anderen Seite? Wie springt man nochmal? Reindrücken. Genau. Boah, das war gefährlich. Komme ich darüber? Oder werde ich elendig sterben? Ja, doch. Hier geht's noch runter, geht es auch weiter. Könnte ich mir schon vorstellen. Dass man da rüberkommt, ne? Gott, da hab ich du hast ein bisschen Gefälle auch, ne? Wenn du ganz nach rechts springst. Schmeiß den Typen erstmal runter. Nicht, dass du da jetzt stolperst im letzten Moment. Das ist der klassische Anfänger-Weitsprungfehler, dass eine Leiche da am Absprungpunkt liegt und du ausrutschst. Oh Gott, das hat der eine Reichweite. Ah, und hat auch die Fähigkeit zu warten. Er ist auch ein bisschen geduldig.
Eieiei. Ah, die helle Bade. Gibt es eigentlich eine Dunkelbade? Guck mal, da hinten, siehst du? Siehst du ihn da hinten? Ja. Yeah. Oh, der hat aber auch keinen Bock mehr. Gib mir einen Moment, der hängt in so einem Trinkbrunnen, an so einem College-Trinkbrunnen, trinkt er gerade ein Schlückchen. Oh, das stimmt. Das ist die auch. Glaub ich, habe ich einmal in Deutschland gesehen, so einen Trinkbrunnen. Nee, die habe ich häufiger schon gesehen. Echt? Ja. Gut, du hast auch mehr studiert als ich. Ja, das stimmt tatsächlich. Oh nein, oh, okay. Ach, der verbrennt dann nach einer Zeit. Das ja, ist, ja, ey, ja. Der zündet sich an und dann irgendwann hat er keinen Bock mehr. Shit, ey. Jetzt ist natürlich immer so die Frage. Ja, wann geht man zurück? Ja, Alter. Alter, jawoll, ey. Wie viel von euch gibt's? Kommt ihr eigentlich immer nur zu dritt? Ey, den Tick, Trick und Track oder was? Jetzt war's das. Florentin. Nein, nein, nein. Na gut. Na gut. Soll ich jetzt hier wieder hin oder soll ich durch das Tor gehen? Ach so, ja, wie du Bock hast. Oh, der Weg ist weit. Scheiße, der Weg ist richtig weit. Wir haben 100 pro irgendeine Abkürzung verpasst. Oh Gott, wo waren... Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich aber. Wohin muss ich gehen? Geradeaus. Raus. Und dann den Berg hoch. Es ist auch nicht so weit. Kannst du durchlaufen. Ja. Und dann rechts hoch den Berg. Geradeaus, geradeaus. Und dann über den Friedhof. Ja. Und dann, also es ist jetzt auch nicht so weit, aber es ist schon ein bisschen weit gewesen, ehrlich gesagt. Scheiße, ey. Ach ja, doch, jetzt verstehe ich's. Ja. Rechts. Ja. Denk dran, Blutungsschaden. Ich hab dran gedacht. Ja. Aber bin ich jetzt immer noch schwach? Ja, wir haben den Ring. Der hilft uns vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Voldemort, ja. So, hier war das Tor. Ja, genau, da war das Tor. Soll ich da mal reingehen oder sollen wir mal anders rein? Geh doch rein, wenn du Bock hast. Ah, okay, so viel zum Thema. Alter, die hat einfach mal nicht aufgegeben. Sorry, ich war noch gar nicht im Kampfmodus. Nee, machst du nochmal jetzt. Fuck! Das machst du jetzt nochmal. Also im Talk, und dann geht's jetzt links oder wie? Ja, das geht ja nicht auf, also rechts. Rechts, okay. Oh Mann, alles sind alle Seelen weg, das tut mir leid. Ja, direkt am Anfang so ein Frustmoment, aber werde ich dadurch einbrechen? Nein. Achso, nein, ja. Das macht dich stärker. Das ist gut an dem Spiel, dass Frust nicht lange anhält. Das ist wie mit diesem Blutungsding. Man verliert ein bisschen Leben, aber dann ist es irgendwann auch wieder weg. Und dann fühlt man sich gestärkt. Das ist deine Erfahrung mit Bluten? Nee, überhaupt nicht. Also, dass du danach stärker bist, nachdem du... Ja, früher hat man doch gedacht, im Mittelalter, wenn jemand krank ist, muss man ihm einfach mal ein bisschen Blut wegnehmen. Ja. Ja, das war auch eine merkwürdige Zeit, ne, mit diesen Säften, diesem Saftsystem. Ja. Ja, was eine, auch einfach nur eine Vermutung, ne? Also es gab ja einfach überhaupt gar keine Beweise. Rechts jetzt, ne? Rechts, ja. Dass das jemals funktioniert hätte. Haben die einfach mal behauptet, ja, ich nehme mal ein bisschen Blut ab und dann... Kommt jetzt gleich noch einer, ja. Und dann kommt danach gleich noch einer. Da, da ist er schon. Vorsicht. Da hat er sich schon angehört. Was war das gerade? Du dampfst so komisch gerade. Und du hast gebrannt. Den Typ da, das habe ich eben gemacht. Das hat gut funktioniert, wenn du den Bogen nimmst. Und ihn anvisierst. Dann musst du nämlich, kannst du ihm ausweichen und dann triffst du ihn direkt. Ich glaube, du musst noch einmal den. Oh shit, ich dachte, er kann mich nicht treffen. Oh, du musst. Nein! Heil dich! Oh Gott. Vorsicht, da ist noch ein Typ. Ganz ruhig. Da ist ein rechts ein Typ gleich.
steckt der Pfeil noch im Ohr. Im Ohr einfach. Deswegen habe ich dich nicht gut gehört. Ja, komm her! Ah. Die Mönche mit dem Flammenschwert. Ist das der von oben? Ist er da runtergejumpt? Der ist ja offensichtlich runtergejumpt. Ja, why not, ne? Von hier komme ich, ne? Ja, du musst da links runter, war schon richtig. Da runter und dann über den Balken auf die andere Ebene. Ja, warst du schon richtig. Ayo, boah, da, ja. Aber schön auf den Typ. Eigentlich müsstest einmal du jetzt, noch, ja, ja. Einmal noch. Ja, 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 müsstest ja. Du den erschlagen haben. Ja. Mit deinem Gewicht. Ist nicht schlimm. Erstmal warm werden. Ist jetzt ja auch eine Woche her. Entschuldigung. Ich würde gerne mal so eine Bimmelbahn haben, ja. Die einfach durch Dark Souls durchfährt und man sitzt da hinten drin in Sicherheit und vorne sitzt so ein kleiner Lokomotivführer, der einem die ganze Zeit über die Lore erzählt. Ja. Wer ist was, wie ist das zustande gekommen? Man fährt in alles, man kann nicht angegriffen werden, aber es ist trotzdem ein bisschen aufregend auch, weil man das nicht weiß, ob nicht doch einer mal durchs Fenster greift oder so. Wie so eine Geisterbahn. Ja, genau, man fährt da so durch und hier sehen Sie die doppelgesichelte Erna. Sie war Mätresse von König Ludovic dem II., wurde dann bei lebendigem Leib von whatever gefressen, Karpfen und seitdem ist sie entstellt und verhüllt ihr Gesicht mit dieser roten Kapuze, whatever. Ja. Aber das gibt's gar keinen Film oder Serie oder so? Es gibt so, doch, es gibt so Lore-Videos von Dark Souls, wo das alles erklärt wird. Aber das ist nicht so schön wie eine Bimmelbahn. Warte mal, wo ging es jetzt denn jetzt weiter eigentlich? Erstmal musst du dich den Typen stellen. Muss ich mich den unbedingt stellen? Du pulst immer mehr gerade. Das ist das Problem. Ja, ich wollte einfach durch. Du musst dann da so geradeaus, ja. Und da hinten dann runter. Da sind die beiden Bogenschützen oder Armbrustschützen oder was das ist. Also gerade durch und dann geht da so ein Pfeiler runter oder so ein Gang oder was das ist. Und da stehen diese beiden Bogenschützen, die musst du aus dem Weg räumen und dann kommt da, wo der Typ mit der helle Bade eben war. Weil ein Schwert, der ist viel zu schwer für ihn. Er hat sich überschätzt. Er ist an Überschätzung gestorben. Genau, da runter und dann kannst du die direkt wegpflücken. Jawohl! So. Aber das ist aus der Entfernung. Das schlechteste Sniper-Duell der Welt. 100 Jahre später. Den gehen ja auch irgendwann die Pfeile aus und das Feuer. Ja, schön wär's. Ja. Jawohl. Oh. Ja, haut ab. Er weiß, er ist unterlegen. Sehr gut. Da kommt der helle Badenmann.
Die hat auch einfach keinen Bock. Guck mal an, wie sein Schild aussieht und so. Er einfach, er denkt sich, oh Gott, ey. Das ist wie ich bei so einem Breakdance-Battle, wo man bewegt sich so ein bisschen ja. mit, aber man weiß, ich werde heute nicht in der Mitte tanzen. Nee, auf gar keinen Fall. Oh Gott, das gab's früher wirklich so in so Discos, dass es so Typen gab, die haben im Tanzbereich dann so, einen Kreis um sich bilden lassen und haben dann nämlich Dance-Moves gemacht. Ich habe mal im Club getanzt, als ich ziemlich jung war. Mhm. Und dann schön im Q-Club in München, Kultfabrik. Kultfabrik? Und dann war ich da wirklich komplett verschwitzt, massiv übergewichtig, aber hab alles gegeben. Mhm. Spaß. Ja. Und dann schaue ich irgendwann hoch und dann sehe ich, wie mich so ein Typ mit seiner Handykamera filmt. Never. Ja. Oh, ist das unangenehm. Was eine schäbige Aktion. Da habe ich immer nur darauf gewartet, habe ich YouTube, das damals im Entstehen begriffen war, immer abgesucht nach Fat Ugly German Kid sweating on the dance floor. Aber war das vor Pufo? Also ja, war das war weit. Also das war jetzt nicht nach dem Motto, ach, das ist doch hier der Typ. Nein. Das stand einfach für sich, fettes, schwitzendes Kind, war anscheinend als Anblick genug damals. Oh, ist das gemein. Was eine Gemeinheit. Das wäre ja so, als wenn man Dark Souls spielt und macht man auf einmal einen einzigen Werbespot. Stell dir das mal vor. Das wäre unvorstellbar. Willkommen zurück zu Knall durch, Nils. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich freue mich sehr. Florentin will außerdem am Pad gerade und versucht gerade hier die zwei sichelige Erna. Ja, aber sie ist stark. Oh, und noch eines. Nein! Komm, muss einmal durch. Kannst du mir die kurz machen, bitte? Ja, ich mach dir die kurz. Kannst du mir ich bitte ich die mach einmal dir machen? Das. Ich mach dir die einmal. Nils, ich komm nicht weiter. Bei ich rush da jetzt durch. Kannst du mir die kurz machen, die Sichelergarten? Ja, okay, mach ich dir. Ach, schade. Jetzt kannst du mir das Pad zurückgeben. Ja, gleich, warte. Da kommt noch eine Stelle, warte gleich. Aber ich will doch spielen. Nein, warte, die eine Stelle noch. Schaffst du eh nicht. Er läuft durch den Friedhof der Liebe. So eine Höhle? Nee. Seine Füße tragen ihn geschwind. Da, warte mal, da. Warte mal, was ist da? Kam, war. Ach, warte mal. Nee, was? Hä? Haben wir ihn schon mal? Sie lehnen leicht zu hoch, dass man nicht so machen kann. Ist die leicht unbequem? Da kugel ich mir die Schulter aus. Hä? Aber hier wird nicht noch ein Bonfire sein, oder? Hier sind aber ganz viele Items. Wie so ein Steinbock, ne? Zwei Seelen. Großschwert des Scharfrichters. Oh, das ist. Oh, okay. Da hatten die gar keinen Bock drauf. Dass ich ihnen das. Oh, hier geht's auch noch weiter. Das Großschwert des Scharfrichters. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin auf meinem Friedhof. Ich laufe einfach friedlich meines Weges und. Aber aus irgendeinem Grund gerade geilen Scheiß gemacht. War das eine Abkürzung oder eine Verlängerung? Das weiß man nicht. Eine Ablängerung. Eine Ablängerung. So, hier kommt jetzt die. Verlängerung. Wir entdeckten die deutsche Sprache. Einfach mal unter ihr durchgetaucht. Aber man kann verkürzen sagen. Ja, das kann man natürlich sagen. Aber man kann nicht ablängern sagen. Ablängern geht nicht. Angeblich geht das nicht. Aber das weiß man noch nicht, ob das überhaupt. Okay ist, wenn man das einfach aus der Sprache entfernt. Sprache ist ja wie Lehm. Du kannst es ja daraus machen, was du willst. Weißt du, was ich nicht verstehe? Astrophysik? Ja, ich wusste, ich habe extra Pause gelassen, mal gucken, was du kommst. Früher war ja immer irgendwie Chinesisch oder so, ne?
Flur war Chinesisch? Früher hat man immer so, weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch. Jetzt hör auf! Ach so. Die Erna hier. Die Flammen. Jetzt kann die auch noch flammen, oder was? Nein, jetzt hör auf! Ring! Bap! Bap, bap, bap! Gibt's eine Dark Souls-Mod mit Soundeffekten, die alle man selber machen kann? Wo man einmal alle einspricht? Oh, das wäre super. Gibt's, bei welchem Spiel war das denn noch, wo mal Leute Peng-Peng gemacht haben? War das nicht ein Counter-Strike-Mod? Wo immer Leute so Peng-Peng, puff. Das finde ich eh. Bei jedem Videospiel sollte man erstmal so 2 Stunden bekommen, so Soundeffekt für Schwertschwingen. Und dann muss man das alles selber einsprechen. Und dann verwendet das Spiel nur die Soundfiles, die man selber eingesprochen hat. Vielleicht für so ein Indie-Spiel, wo die Entwickler keine Knete hatten, um sie Soundeffekte zu machen, muss der Spiel die selber machen. Ja, ich finde, so schlecht. Ich bin dabei. Das ist. Ich glaube, es gibt viele Videospielentwickler da draußen, die Bock haben, Videospiele zu machen und plötzlich merken, Moment mal, ich muss plötzlich so Figuren gestalten, ich will doch nur programmieren. Moment, ich muss mich plötzlich um Sounddesign kümmern, ich will doch nur programmieren. Und die können das einfach selber dem Spiel überlassen. Ja, bin ich dabei, finde ich gut. Find ich astrein. Alter, wie ich den auch noch ins Gesicht komme. Okay, ich muss in die Offensive gehen, obwohl ich eigentlich in der Defensive bin. Das ganze Spiel lang einfach. Das fände ich gar nicht so schlecht. Mit seinem Schild, wo so ein Kuckloch drin ist in dem Schild. Das ärgert mich. Das ärgert dich? Das ärgert mich richtig. Das macht mich richtig wild. So. Alp hier. Oh, eine Armbrust. Eine Armbrust. Ich könnte jetzt natürlich mal versuchen. Wann steigen wir eigentlich auf Armbrust um? Wann ist der Moment gekommen, wo wir sagen, schmeiß den Bogen lieber raus und greif die Armbrust lieber ran? Schmeiß den Bogen doch mal raus und schnapp dir die Armbrust. Wann kommt der Moment? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warte mal, hier waren auch Schweinegesichtige drin. Ja, ich erinnere mich an euch. Ja, und das, ja, genau so bin ich von gestorben. Die gleiche Falle dreimal. Lernkurve null, ey. Lernkurve null. Lernstrich. Das ist ein richtiger Lernstrich. So, ein Lernstrich. Ach, ich dachte gerade, jetzt will er mir noch über die Axt entgegenstrecken. Ja, unnötig. Wie viel habe ich jetzt verbraucht? 3? Ist es schlecht, dass hier immer jemandem die Achsel entgegenstreckt? Das wäre mal. Oh! Ja. Die Knoblauchboys. Die hängen den ganzen Tag da oben. Halt echt. Die Hanggang. Wo ist der andere? Die müsste ich auch denken, ja, scheiße. Das hat nämlich. Ja, dieser Moment, wenn du da hängst, ne? Ja. Und du wirst aber entdeckt. Und dann so. Und du weißt, scheiße, mein ganzer was Plan, ich jetzt? Ja. Der nur darauf ausgelegt war, nicht gesehen zu werden, ist hinüber. Und nein, jetzt holt er den Bogen raus. Was mache ich denn jetzt? Soll ich springen? Was machen wir jetzt? Achso, das ist auch wieder so ein entflammbarer Dulli, ne? Pack den Bogen lieber ein und hol die Armbrust aus dem Schrank. Das sind so richtig schöne, gute Laune-Songs. So früher so. Ich überlege gerade, wer hat so. Nenn mir mal einen Interpreten. Das ist so ein ganz bestimmter Stil. Jetzt bin ich wieder übrigens da, wo du eben warst. Oder ist eine Serie über so einen mittelalterlichen Barden, der dann auch so eine Art Freestyle-Battles macht, aber halt wirklich zu so einer Trommel und zu so einer Nasenflöte irgendwie. Und aber dann einfach wirklich die Lines spittet einfach. Nasenflöte. Warte, hier ist doch noch einer. Das Tolle an der Nasenflöte ist ja, dass du 2 Flöten gleichzeitig spielen kannst. Mit beiden Nasenlöchern. Das ist aus der griechischen Kultur, diese Flöte, die so aussieht wie ein V. Aber hat man die in die Nase gesteckt oder auch in... Was? Guck mal hier. Nee, warte. Ich hab da mal so eine Doku gesehen, die haben versucht, original altgriechische Musik zu rekonstruieren. Klang schrecklich, aber Spoiler. Aber die hatten dann auch so diese V-Flöten. Aber ich glaube, die hat man trotzdem im Mund gesteckt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber im Grunde könntest du ja 3 Flöten gleichzeitig benutzen. Ja, aber du kannst ja nicht beide Nasenlöcher gleichzeitig bedienen. Das ist ja das Traurige. Du musst. So. Ja, warum die Nasenlöcher alternieren?
Was? Ah, ich habe ihn erwischt. Du lässt nicht Luft durch beide gleichzeitig? Nee, gleich, wir alternieren. Dann muss man so. Na. Stimmt, meins nur links. Mhm. Es wechselt. Krass. Ich hatte mal. Und nach welchem Parameter wechselt das einfach? Vier. Alle vier? Mhm. Krass. Alle vier. Wahnsinn. Ja, das ist einfach ja. So die Arbeitsteilung. Deswegen haben wir auch zwei Nasenlöcher. Hat man eigentlich zwei Nasenlöcher? Aber wo werden die verbunden, die Nasenlöcher? Ich dachte, das ist nur unten so eine kleine. Es gehen die Schläuche wirklich tief rein als zwei Schläuche bei der Nase? Das weiß man nicht genau. Da ist die Medizin. Wirklich, das weiß man nicht. Ist die Medizin noch nicht so weit. Das ist die Medizin. Die Nase gilt als weitestgehend unerforscht. Nur wenige Mediziner haben sich damit beschäftigt. Und tschüss! Ja, hat er überlebt oder was? Jetzt kommt er nochmal hoch. Ah, ich bin gleich wieder da. Der ist wie so ein Hund, der den die Rutsche runterrutschen lässt und dann läuft er wieder hoch. Ja. Aber dieser Blutungsring ist, glaube ich, nicht so unwichtig. Der kämpft immer an. Siehst du das? Der kämpft immer an. Ja, der drückt die Blutung wieder rein. Rein mit dem Blut. Im Grunde ist jeder Arzt ja auch einfach nur ein Blutdrücker. Der den Blut reindrückt. Blut einfach wieder. Blutklempner. Ich meine, die Hauptaufgabe eines Arztes ist, das Blut im Körper zu halten. Ja. Einfach wieder rein. Nicht raus. Rein da. Das sieht aus wie ein Bossraum. Irgendwie hat es Boss-Vibes, finde ich. Ja, sag mal, waren denn nicht zwei von diesen? Da. Da ist die Hildegard, die Schwester. Eieiei. Hildegard. Ah, ja. Ist immer schön, wenn man die in einer Combo platt machen kann. Sie gar nicht mehr zu Wort kommt. So, das ist hier so eine Art Tempel, oder nicht? Das ist doch eh alles sehr so Mönche, also irgend so ein Orden ist das hier. Ja. Und es gibt ja so verschiedene, es gibt ja diese Kümmelpriester, diese ganz einfachen. Das sind die mit den Schlammschwellen, die können nix ab, die schlurfen rum. Dann gab es diesen Hellebarden-Heini, das muss irgend so ein, der muss in der Kaste schon einen höher sein. Und dann gibt's halt diese komischen Wächterhexen hier mit diesen zwei Sicheln. Das ist nochmal eine eigene Kaste. Ich glaube, mit diesen Gargoyles passiert noch was. Aber mich echt mal interessieren würde, warum die so heißen. Das weiß man nicht. Tatsächlich ist das. Ja, schade, das ist angeblich recherchiert. Ich habe Gerüchte gehört. Angeblich kommt das aus dem Französischen. Echt? Ja. Ach, krass, gibt's hier in Frankreich auch, oder was? Ja, angeblich. Aber das ist so eine Fake Legend. Angeblich steht, ist Gargoyle, steht das für Gurgeln. Das ist das französische Wort für Gurgeln. Ach so. Weil das eigentlich, oh Gott, was ist denn hier los? Weil das eigentlich so Wasserdrachen waren, die so gegurgelt haben. Mhm. Und dann. Krass. Ja, dass ich dieses Mysterium auch mal gelöst habe. Hier wird es irgendwo ein Bonfire geben, oder? Ich hoffe doch. Warte mal. Vor dem großen Tor. Aber ich muss ja wohl, wenn es ein Boss ist, darf ich ja wohl noch reingehen. Ne? Also ich werde ja wohl nicht automatisch gezwungen, jetzt zu kämpfen. Endboss! Was haben wir denn hier? Da ist doch noch mindestens ein Item. Das ist doch wieder so eine Ecke, wo ich jetzt da reinlaufe und dann kommt von hier links irgendein Schwein in meinen Rücken gepiekst. Oh, das wird eine Boss-Folge heute. Da ist er. Aha. Ich wusste doch, dass so eine Falle auf mich lauert. Das war zu billig. Ja, sie können natürlich diese große Axt nehmen, aber da laufen sie Gefahr, dass ihre Gegner die Axt schon sehen um die Ecke. Ja, haben sie hast recht, ne? Dann nehme ich die kleinere Axt. Ja. Nee, dann nehme ich lieber die oder soll ich doch? Weiß ich nicht. Schwierig. Hör doch mal die auf, anzugreifen. Warum? Mach doch nix. Ja, natürlich machen die was. Nerv mich mit ihrer. Oh. Ah, ja, du verdienst den Tod, Nils. Du verdienst den Tod. Oh. Oh, oh. Das ist eingefallen. So. Ja, ich meine, die haben mir dieses Item bewacht. Und wer weiß, wenn ich mir das genommen hätte, hätten die vielleicht auf mich eingestochen oder so. Wer weiß das denn schon? Okay.
Nee, hier muss es ein Bonfire geben. Wir laufen nicht den ganzen dummen Weg. Nein. Wir laufen nicht den ganzen dummen Weg jedes Mal. Das machen wir nicht mehr. Aber ich meine, vielleicht ist es auch nicht unbedingt ein Boss. Die Chance steht. Nein, Nils, wenn du jetzt da stirbst, dann muss ich den ganzen dummen Weg laufen. Kommst du da irgendwo hoch? Da um die Ecke oder so? Also wir kamen hier, kamen wir her. Ja, und gibt's da noch einen anderen Aufweg irgendwie woanders hoch? Weil ich glaube, da auf diesem Balkon, da könnte, das wäre doch passend. Hier rechts rum vielleicht? Hier die Treppe hoch! Da waren wir schon. Da war der, wo der Hunde, wo du gesagt hast, wie ein Hund. Guck mal da oben. Und wenn du da hoch oben... Ich will nur diesen dummen Weg nicht gehen. Also ich meine, guck mal. Sepp! Oh. Und jetzt? Sehen wir den nochmal? Ah, jetzt steckst du den Kopf noch rein. Oh, T-Shirt, stark. Nein, doch, er fällt runter. Oh. Das ist der Money-Shot, den es auch in jedem Mittelalter-Film geben muss. Ja, ne? Einer, der die Zinnen runterfällt. Ja. Einfach, warum? Aber es muss einfach sein. Es gibt zwei Optionen jetzt noch. Entweder da auf diese Säule raufspringen, weil wenn da auch ein Gegner ist, kommt man da auf jeden Fall hin. Oder durch das Tor. Und ich gehe jetzt aber erstmal durch das Tor. Nein, Nils. Ja, ich will nicht den Weg. Ja, aber was ist, wenn ich bei der Säule runterfalle wie ein Trottel und sterbe da? Das ist doch viel würdeloser. Dann musst du den ganzen Weg auch laufen. Und hier gibt es noch zwei Chancen. Entweder ist es gar kein Boss oder ich besiege den Boss. Okay, da ist ein Boss. Oder links. Links. Ist da ein Bonfire? On fire. Ah! Wie wir einfach überhaupt gar keinen Schaden gegen diese Knubbel immer machen. Einfach Teer. Oder? Au. Da ist wahrscheinlich ein Bonfire, oder? Na gut. Du hattest recht. Nein, geh da weiter! Ja, ich würde nur einmal mich umdrehen, dass da nicht nur irgendwas angeschlagen ist. Ich will diesen Weg nicht laufen, Nils! Ich meine, du wirst den jetzt First Try machen und alles klar, ist ja logisch. Klar, ja. Ah! Ich wusste das! Jetzt wurde ich gekotet. Da. Hä? Ja, das ist wieder Gift, ne? Gut, da sind wir eh. Haben wir eh Schutz. Oder kam das aus der Statue oder was? Das kann gut sein, ja. Dass der uns angegurgelt hat. Ah, noch einer. Oh nein. Feuermönche. Geschwindigkeit zahlt sich manchmal aus. Man muss wie ein Panther einfach. Ich hab mal gesehen, da war in einem Gehege eine Tierpflegerin auf so einem, in dem Panthergehege oder was ist, Leopard oder was, auf dem Haus, wo der Leopard immer so rumpennt. Und die kannten sich aber, die waren befreundet, die Pflegerin und der Panther. Und dann ist der Panther in der Demonstration seiner Agilität einfach von der einen Ecke des Geheges innerhalb von einer halben Sekunde zu der hochgesprungen. Ja. Und da hat man Eindruck davon bekommen, wie schnell die Viecher eigentlich sind. Das ist Wahnsinn. Und wie hoch die springen können und, ja, ich glaube, man hätte in der Natur gegen einen Panther Schwierigkeiten. Glaube ich. Ah, da, guck. Was ich mal gerne sehen würde, wäre Panther gegen Panda. Ja. So als Kampf. Natürlich ganz unterschiedliche Tiere, ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Aber der Panda ist unterschätzt. Weil er so niedlich aussieht und sie nicht bumsen will. Deswegen, ja, Panda sind krass, die sind halt super tollpatschig, aber das kann sie auch unberechenbar machen. Alter. Die haben so einen Drunken Brawler-Kampf. Ja. Wo die so, und der Panda denkt sich, was kann der denn? Und dann plötzlich, zack, hast du die Pantherkralle. Die sind halt auch ultra stark. Also das darf man nicht unterschätzen. Das sind halt immer noch irgendwelche Bärentypen. Und wenn du glaubst, die sind dann einfach nur tollpatschig und niedlich, fressen die dich halt einfach. Naja, die fressen dich vielleicht nicht auf, weil sie nur Eukalyptus oder was das ist, oder Bambus essen. Aber die töten dich dann einfach. Guck mal, warte mal, hier ist ein Fahrstuhl nach unten. Und da ist auch noch was. Und wo ist denn hier ein Fire, Bonfire? Oh, guck mal, da ist er, Risi. Oh! Hey! Der guckt hier nur. Servus! Warte, der ist relativ groß, oder? Und er hat eine richtig coole Kette auf jeden Fall. Redet der mit mir? Nee, das bist du. Hallo. Sind wir in dem Helm drin? Ich bin's. Entschuldigung, wo finden wir denn hier ein Bonfire noch in der Nähe? Was, Bonfire?
Ja, so ein kleines Feuerchen, wo wir uns heilen können und damit wir den ganzen Weg nicht hierher laufen und so, weil... Ach so, ja. Vorne rechts. Dankeschön, dann kommen wir gleich später noch zu Ihnen, ja? Okay, bring was zu essen mit. Alles klar, mach ich. Wiedersehen. Ich mag Suppe. Okay. Ja, dann bis gleich. Komm nicht ohne Suppe. Alles klar. Ciao. Ich kann durch meinen Helm nur Suppe essen. Ja, ich geh jetzt. Mach's gut. Danke, ciao. Okay, bis ciao. Gleich. Hau rein. Den Fahrstuhl runter oder hier lang? Ja! Er krapscht. Der Krapscht aktiviert. Entschuldigung. Vielleicht ist es so ein Mehr-Etagen-Kampf, dass wir oben erst unten gegen die Füße kämpfen und dann fahren wir im Aufzug hoch. Ja. Und dann kämpfen wir von oben. Das fände ich interessant, aber nicht nötig. Nicht nötig, nee. Aber ich muss nicht sein. Ich guck mal, was. Also ich aktiviere den mal. Jetzt wurden ja alle meine Ideen ignoriert. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Von den Spieleentwicklern. Ach so, von den Spieleentwicklern, okay. Okay. Aber du hast recht, wenn jetzt nicht langsam mal. Ah! Was ist das? Ein Shortcut? Nee. Nee, warte mal. Ich hab grad. Weißt du, nee, okay, alles klar. Ich habe mich kurz getäuscht, ist mir unangenehm. Moment, kann aber gut sein eigentlich, oder? Erinnert dich das an was? Vielleicht ist da drin ein Feuer und dann können wir da jetzt den Kurzschluss nehmen. Den Kurzschluss? Ah! Tada! Ja, das ist nämlich hier in der altehrwürdigen Halle. Okay, dann würde ich sagen, Endboss! Einmal in den Feuerstein. Aber gehst du den von oben oder von unten an? Von überall. Okay. Ich werde einfach an ihn ran und jetzt von allen Seiten ihn schneiden. Bosskampf. Bap, bap. Oh, ich will den Fallen sehen. Ich will den Fallen sehen, dass der einmal so gegen den Balkon und dann hängt er da so und dann haben wir ihn besiegt. Das würde ich gern sehen. Das mache ich. Genau so. Dass man diese Seelen hier verkaufen kann. Du machst es first try, ne? Try. Hast du noch Erinnerungen an den? Weil wenn nicht, glaube ich, ist es ein leichter Boss. Ich glaube, du erinnerst dich immer nur an die schweren Bosse, an die leichten nicht. Ich weiß nicht, wie viel er wiegt. Aber er sah schon schwer aus. Ich schätze ihn an die 50 Tonnen. Aber große Gegner sind oft leicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Je größer sie sind, desto tiefer können sie fallen. Das wissen sie auch und deswegen sind sie vorsichtig. Und wer vorsichtig ist, gewinnt nicht. Gewinnt. Nicht. Gewinnt. Kondition. Ja, brauchen wir auch mal wieder. Auf 20. Und danach machen wir Geschicklichkeit. Okay. Für die Stärke. Los geht's. Brauchst du den Blutungsring gegen den Boss? Nicht, dass wir einen verschwendeten Slot haben. Du hast völlig recht. Dann nimm lieber die Geschicklichkeitserhöhung, damit wir mehr Damage machen. Wo bin ich denn gerade hingereist? Reist. Ja, du hast recht, das mache ich gleich. Wieso bin ich denn, wo bin ich denn hin? Da müssen wir noch Kapelle der Läuterung. Ja, und dann rechts. Rechts durch den Kurzschluss und dann rein zum Boss. Boss. Okay, hier geht's lang. Ja. Ich habe mich nämlich schon gefragt, diese Tore da, die gehen doch auf, habe ich mich schon gefragt. Aber ist doch alles gut. Der Weg ist kurz. Wir haben 406 Seelen lediglich. Das ist ja auch nicht viel. Absolut perfekte Grundvoraussetzungen für diesen spannenden, erfolgreichen Bosskampf. So, jetzt er will jetzt gleich wieder nach uns krapschen. Oh, es geht schon los? Weiß ich nicht. Alter, okay. Erstmal hier sein Handlanger. Hansi Handlanger. Au. Die Items holen wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Punkt. Okay. Runter. Ich glaube, das ist ein Mehretagenkampf tatsächlich. Oh. Werde ich hier wieder vollgekotzt? Hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Schon wieder eine Gruft. Schon wieder eine Katakombengruft. Hörst du das? Ja. Da oben ist ein Heini-Wurstmann.
Da ist eine Leiter und da ist ein Hai in die Brust. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Das ist immer die unangenehmste Kombination. Stark. Oh hier. Aber du hörst das doch auch. Oder höre nur ich das? Findet der sich vielleicht hier unter uns? Kann man auf den sich raufdroppen lassen? Ne, da ist wieder so ein Arschloch-Gesicht. Der muss über uns sein. Das heißt, wenn ich jetzt da die Treppe hochgehe, dann werden wir ihn wahrscheinlich zu Gesicht bekommen. Ja, vergiss es. Das sind aber 20 Schüsse hier. Oder dass er runterfällt. Wow! Warte mal, ich kann ja auch gegen den, kann ich ja auch zweihändig kämpfen. Das macht ja viel mehr Sinn. Oh nein! Jetzt hat er sich gedacht, Schnauze voll. Jetzt wehre ich mich mal, hat er sich gedacht. Okay. Ah, wieder irgendein Zauber oder Wunder oder sowas. Du bist ein Wunder. Ja, aber, okay, also hier ist ein. Da geht's auch lang. Hier ist halt irgendein Gebetstempel. Da sind Wege. Also da ist ein Weg und da ist ein Weg. Mindestens mal zwei. Und hier geht's aber hoch. Und ich befürchte hier, wenn man hier hochgehen kann, da gibt's gleich Ärger. Ich kann ja mal lunsen. Oh ne, es geht noch eine Weile weiter hoch. Ach, das ist einfach hier unser Endboss-Johnny, der so laut ist. Ah! Du hast dich von ihr erschrocken, ich hab mich von dir erschrocken. Ey, so eine Erschreckerkette. Oh. Ja, sie kam aber wirklich aus dem Nichts. So, jetzt hau ihn um! Sitzt der da? Ganz zärtlich und allein. Da waren wir doch, da sind noch vorbeigelaufen. Das ist das Tor unten, ja, das sind stimmt. Die Items, da sind wir, nee, hier auch, da, die Ebene unter uns, da sind wir langgelaufen. Müssen wir das Tor einmal von innen aufmachen? Bestimmt müssen wir das, ja. Das ist das, wo wir, das vorhin nicht aufging. Können wir uns da runterschleichen? Aber nicht von hier, das ist zu hoch. Das war auch der Weg, wir gehen, da droppen uns auf der anderen Seite. Da, wo wir eben waren, droppen wir uns. Das ist nicht so hoch, das dürfte gehen. Also hier wieder runter. Nein! Oh, ich habe wirklich gedacht, das war's. Ich war mir relativ sicher, dass es jetzt zum Tod kommt. Hier dachte ich. Hier geht's doch oder da. Wo kommen wir her nochmal? Von da, ne? Mhm. Also wir können es doch hier bestimmt droppen, ohne dass wir uns wehtun, oder nicht? Erstmal lieber einen Snack. Aha. Zum Glück hat diese Gebetsbank an meinen Stütz gefedert. Ach, guck mal, hier ist ein Gang. Den hätten wir einfach nehmen können, wahrscheinlich. So war es vermutlich eher gedacht. Okay. Kommt Bonfire von Bonefire? Von Knochen? Dass da Knochen verbrannt werden? Ich bin kurz beschäftigt, ich möchte mich entschuldigen für meine Unaufmerksamkeit. Alter, der ist ja mega geil. Der ist ja der Beste. Der Zungen-Larry. Wieder nach einem Schlecki. Ausgeheilt. Schlecki. Voliant des Abgrunds. Ah, wieder irgendwas für Zauberei. Okay, hätten wir nicht. Können wir uns auch in eine Kiste verwandeln, vielleicht mit dem Zauber. Das ist sehr, sehr praktisch. Okay, jetzt langsam ist es. Wir müssen nach unten, oder? Das war jetzt ja der Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen. Wahrscheinlich, ne? Ich guck nur einmal. Okay, warte.
Es ist also genau, wir hätten einfach hier runterlaufen müssen. Ja. Und wir kamen von oben und sind hier links abgebogen, oder was, ne? Wir kamen von hier, ne? Ja. Und sind links abgebogen, ja. Statt, wir hätten einfach geradeaus laufen müssen, das heißt, dieser Sturz war völlig unnötig. Ach ja, wir haben doch mittlerweile so viele Saftfläschchen dabei. Ja. Das macht doch wirklich keinen Unterschied mehr. Oh nein, ein Riesenkoloss. Okay, jetzt ist, ja, okay, muss ich mal. Er hört mich jetzt aber nicht, ne? Oh Gott, er ist misstrauisch geworden. Shit. Ja, nee, war nichts. Okay. Ja, war doch was. Ui. Wow. Na gut. Er sah beeindruckend aus, muss ich sagen. Ich glaube, wenn der einen einmal erwischt mit der Keule, dann ist auch vorbei. Ich finde, das sieht alles so geil aus hier. Ja, ist interessant. Ist nochmal eine andere Art von Gruft und Herrenhaus. Also man verläuft sich hier jedenfalls. Ah, guck mal, da geht's runter. Da könnte der Typ sein. Dann gucke ich noch einmal, vielleicht gibt's hier noch einen Bonfire. Weil ich finde den Weg ja dann doch relativ lang, also. Was ist hier? Oh Gott, das ist auch eine Riesenhalle. Trau ja immer, wenn dann ein so ein Item da liegt, ne, es ist einfach immer, ich... Okay. Ja, was bist du denn? Was bist du denn, Spinny oder was? Was ist das denn? Okay. Können wir gar nicht an ihn ran. Der weicht ja immer richtig gut aus. Jetzt beschmeißt er mich mit Kacke. Kacke-Atem. Ah, jetzt habe ich ihm eingegeben. Alter, was ist das denn, Florentin? Das ist ja widerwärtigst! Au. Okay, das ist ja eigentlich schon ein Endboss hier. Der macht ja auch so Flugschaden, ne? Ja. Was passiert da, wenn der... Ich habe keine Ahnung, wie es gut ist. Nein, Instant Tod oder was? Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Wow, verfluchtes Instant Tod. Instant Tod. Okay, da haben wir noch eine große Herausforderung vor uns. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal jetzt eine Woche drauf vorbereiten, mental, ja, dass wir da wirklich, wirklich auch mental an der richtigen Stelle sind. Dann machen wir den aber kaputt. Dann machen wir den anderen Boss kaputt. Dann machen wir nächstes Mal eine Doppelboss-Folge. Bis dahin, viel Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.